endlich sah ich das Pendel, die Kugel freischwebend am Ende eines langen metallischen Fadens, beschrieb ihre weiten, konstanten Schwingungen mit majestätischer Isochronie. Die kupferne Kugel emanierte schwach schimmernde Reflexe im Schein der letzten Sonnenstrahlen, die durch die Kirchenfenster eindrangen. War es möglich, dass nur ich und Jacopo Belbo und Dio Talevi die Wahrheit erkannt hatten? In dieser Nacht würde ich vielleicht die Antwort erfahren. Ich musste einen Weg finden, hier im Museum zu bleiben, um abzuwarten, bis es Mitternacht wurde. Von wo sie hereinkommen würden, wusste ich nicht.